Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder ausprobiert, ein bisschen bei OBS es hinzukriegen, dass man am Anfang nicht OBS sieht, am Schluss auch. Aber die anderen Modis gehen nicht. Das ist auch bei anderen, also es ist eine allgemeine Krankheit sozusagen von Hack-and-Slay-Spielen, dass die Engines nicht so gut gehen im Fenstermodus, beziehungsweise gar nicht so einen richtigen Fenstermodus haben. Aber gut, damit muss ich leben, dann müsst ihr halt auch kurz einfach diesen Ding sehen. Ja, OBS, oder? Und ja, es ist nur ein Maxi mit Windows und ein Windowed. Und mit Windowed möchte ich nicht gerne spielen. Auch geht's ja auch nicht richtig, also es ist trotzdem Vollbild. Und deshalb muss ich da mal noch schauen. Also ich würde es jetzt nochmals ausprobieren, aber ich denke eher, es wird mich stören, wenn ein Fenster überall ist und man daneben klickt oder sonst irgendwas. Ob es jetzt wirklich auch genau so angezeigt wird. Also ich werde auf jeden Fall ein Harvester-Bild jetzt mal machen. Aber ich kenne kein einziges Bild, also noch kein einziger Bild ist mit Harvest gemacht worden, scheinbar. Also wenn ihr einen kennt, bitte schreiben. Und wir spielen diesen weiter. Ich hoffe, wir haben mal genug Schaden, dann auch in den Maps und so weiter. Ich denke aber schon. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Wir werden ja dann wieder sehen, wann es nicht mehr geht. Weil die meisten Builds, die benötigen mega Knowledge, also mega Wissen über bestimmte Proc-Effekte und so. Ich habe jetzt erst kürzlich wieder einen gelesen in Form, der mit Mana Strike ist. Da habe ich auch schon gespielt und fand es irgendwie ein bisschen ja, langsam und Solo-Tage und so. Und er spielt es wirklich auf interessante Art und Weise. Also hat ihn gleich in einer bestimmten Art und Weise gemacht, indem er einfach alles prockt, alles verschiedene Sachen, wie zum Beispiel dieses ja, das Blitze rauskommen, oder? Also ganz viel AOE bekommt nur, weil er Sachen prockt. Und dafür braucht er mega viel Cooldown. Und einfach haben mega viel Attack Speed. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wie er diesen Bait genau macht, nur drüber geschaut, aber ich denke schon, da brauchst du so viele Spielstunden, die Items brauchst du. Denn ja, diesen Strider-Boots, diese Boots, die uns dazu bewegen, ich glaube Lightning Strider heißt es. Aber auf jeden Fall, da musst du die ganze Zeit in Bewegung sein, sonst bekommst du viel zu viel Schock. Schockzustand gebe. Hier so viel mehr Leben, also irgendwie, ja, könnte ich das wahrscheinlich gar nicht so sustainen. Deshalb, ja, wird es wahrscheinlich auch nichts sein. Also, ich liebe den Bild hier und werde wahrscheinlich so lange dran bleiben, bis es wirklich nicht mehr geht. Naja, ich habe jetzt schon ein Sacred 2 Enchanted Edition. Das Problem ist, man einfach kein Bild findet, der einem für einen ist, also wo man wirklich relativ gut hochbringen kann. Weil einfach, ja, Gegner halt zu schwer sind oder manche Sachen, Items einfach zu selten sind. Das ist einfach so. Man ist nie so richtig glücklich, weil die Entwickler wollen da immer wieder etwas rausbringen, grinden. Ja, da müssen wir grinden, grinden, grinden und das ist für mich jetzt nicht so tragbar, weil ich ja sehr anders beschäftigt bin. Momentan gerade wegen der Entzündung wieder. Alles brennt, kann ich gar nicht so viel machen am PC, weil es mir immer wieder dazu bringt, ja, nochmals wieder hinzulegen, sich hinzulegen oder, ja, einfach weniger zu machen als nur sitzen, oder mehr zu machen als nur sitzen. Und das ist blöde, weil die Spiele sagen immer wieder, oh, zock weiter, zock weiter, zock weiter. Und ich so, nee, ich mach nicht. Bin zu müde oder so. Ja, gut. Machen wir mal ein bisschen Protection. Und deshalb kann ich eventuell gar nicht mehr so viele Videos und Livestreams bringen. Jetzt, das wird sowieso nicht so gut.
Ja, Sephiroth ist wirklich noch gemütlich. Aber zum Beispiel Sacred 2, da habe ich jetzt zwar ein Bild gefunden, der wirklich wahrscheinlich nicht so viel Grinding braucht. Auch weil irgendwie überragend viel droppt, das Glück gerade habe oder so. Und bei Last Supper habe ich so das Gefühl, wir werden nie alle Unix finden, wenn ich nur eine Folge pro Tag mache. Weil das Spiel wird schneller entwickelt, als ich in einer jeden Tag Folge das erreichen könnte. Das Spiel ist schon riesig. Einfach das Endgame ist natürlich noch ein bisschen groß. Aber bis du erstmal pro Tag eine Folge so weit bist, dass du mappen kannst oder willst, geht einfach viel zu viel Zeit, was andere haben, weil sie natürlich aufnehmen wollen oder müssen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, das Spiel hätte ich ewig zocken können. Es macht auch Spaß, wirklich Spaß. Irgendwie macht es auch nicht so viel Spaß, um nicht im Endgame zu sein. Ist ja bei Pugfexer meistens auch ein bisschen schlecht gegangen. Pugfexer ist im Endgame so extremes Grinding. Das ist unglaublich, wie kannst du das in einer 30-Minuten-Folge ja, motivierend rüberbringen. Es ist einfach das Genre, das jetzt nicht unbedingt immer so viel Motivation bringt, also für die Zuschauer. Ich hätte mit anderen Genres, mit anderen Folgen wahrscheinlich viel mehr Abonnenten, Kommentare vor allem, Likes und so Sachen, aber ich liebe diese Action-Don-Spiele wurden aber in den letzten Jahren vor allem viel zu grindhaft, viel zu langsam beim Durchspielen und so. Ist schade. So, jetzt haben wir Intelligenz als nächstes, sehr gut. Und hier haben wir ja gesagt, machen wir auf über hier. Ja, das setzen. Schade. Wir brauchen 5 Punkte drin. So, endlich mal wieder ein Idol und Crit-Chance brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, Crit-Chance macht man immer über Items und nicht über Idole. Oder nur wenig. Also ich habe jetzt bis jetzt noch nie so dringend Idol Crit-Chance gebraucht. Die nächsten Builds werden auch nicht Crit sein, die ich mache. Also im Harvest wird nicht Crit sein. Ach komm. Ich tue es trotzdem, aber. Es ist nur 16, also es wird so wahrscheinlich viel bessere Game. Sachen ist eine Sache. Du tust alles in deine Kiste, aber bräuchtest die eigentlich gar nicht. Du hast immer so eine Ahnung, ja, die könntest du aber trotzdem mal irgendwann gebrauchen. Ja. Nee, lieber nicht, sage ich jedenfalls immer wieder mehr. Ja, gut. Aber dann fehlt wieder etwas, wo ihr gerne habt, hättet einen neuen Charakter oder so. Ja. Typisch. Ich hätte gerne ein Action-Rollenspiel, wo wirklich wenig Items, viele Items gibt. Aber dafür sehr hilfreich. Eine Art Spiel, wo du wirklich in einen Dungeon gehst und erwartest, ja, dass er einen droppt dort. Und dann kannst du einen anderen Dungeon machen, weil du jetzt zum Beispiel Chaos-Schaden machst. Oder auf dem Fixer. Im Chaos-Schaden kannst du wieder andere Gegner besiegen. So, das wäre viel interessanter, ist zwar ein bisschen größerer Aufwand. Aber wieso nicht wenige Items bitte für ja, wichtige Items? Es ist einfach dieses Gefühl, ja, du kannst nie etwas aufnehmen, weil nie etwas Gutes droppt. So viele Intelligenzien zum Beispiel zu Kräften jetzt wieder. Du hast irgendwie das Gefühl, du spielst eigentlich nur ein Arbeitsspiel. Also eine Arbeit und kein Spiel. Ich finde das schade. Also bei Last Epoch ist es nicht so schlimm, aber bei Path of Exile ist es momentan schlimm und auch bei Sacred 2 ist es ein bisschen schlimm. Da einfach auch die Werte nicht zusammenpassen, zum Beispiel Nahkampfschaden mit Intelligenz oder mit Cast Speed. Oder da musst du ein Hybrid spielen, um überhaupt beide Werte zu bekommen, also Hilfe zu haben.
ist ja halt auch schon mal gemacht worden, Diablo 3 zum Beispiel. Aber in langweiliger Form, noch langweiliger. Das Spiel wurde noch langweiliger. Sehr schade. Also der Boss ist richtig schnell down. Aber dennoch, wir müssen noch mehr Schaden bekommen. Also mehr auf Schaden. Was gehen noch? Punkte haben wir eigentlich noch. Kurz nachschauen. Noch 5 Punkte, okay. 5 Punkte, oben links war's. Können wir in Hungrix Haus investieren, da müssen wir leider etwas rausnehmen. Damage over time werde ich wahrscheinlich nie so verwenden. Das Craften. Aber ich habe jetzt auch wieder gemerkt, in diesem Bild, wir machen eigentlich nichts auf Damage over time. Aber alles in Form steht, ja, Damage over time ist noch Level 50 oder so, sowieso extrem stark. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das habe ich im Überblick mega verloren. Diese Teile hier. Return Travel to Mayaka, Return to Chronomancer. Smelting für die Quadmas in Smelting House. Also alles eigentlich nicht hier. Aber hier unten noch einen, okay. Wenigstens das. Ich habe irgendwie den Überblick schon wieder verloren, wo ich überhaupt hin muss. Ja, ein bisschen länger, aber so kompliziert gemacht in diesen Wüsten hier. Nicht einprägsam gemacht. Ist echt schade, dass es einige Zeit dann wieder Ding. Ist das ein Rie? Das ist neu. Slumber once more. Gut. Als nächstes. Diesen hoch. Oh, mehr als 13 Uhr. Ah, okay, das nächste Gebiet. Sehr gut. Okay, in diesem Gebiet weiß ich ja wieder, wo man hin muss. Was machst du eigentlich im Grabe? Bist du gestorben? Bulle. Man sieht's nie, wenn er stirbt, man sieht's nur, wenn man kein Bild mehr hat oder kein Problem im nächsten Gebiet dann auftaucht, weil er irgendwo stecken bleibt oder so, leider. Und einfach einen Gegner nachhandelt. Okay, das ist vielleicht relativ gut. Ja, man merkt schon, dass es halt Nastep auch noch einen frühen Zustand ist. Hat immer relativ nervig, wenn man irgendwas jetzt nicht so versteht oder dass es dieses Feature nicht gibt und so Sachen. Ja, die Entwickler machen, denke ich mal, im nächsten Patch ein bisschen mehr vorwärts. Braucht halt ein bisschen länger. Jetzt haben sie seit ungefähr einer oder zwei Wochen nichts mehr rausgebracht. Kein F mehr, kein Patchnamen, nichts mehr, kein Hotfix. Ich denke, es wird bald kommen. Ich weiß es nicht, die Entwickler sagen gar, gar nichts, wenn der nächste Patch erscheint. Sie wollen sich ja auch nicht festlegen. Aber es wird sicher wieder sehr viel bereinigen. Ich freue mich drauf. Wenn es ist. Hat einfach noch zu früh, um jetzt wirklich auch Positives oder Negatives zu sagen. Reaperform? Eigentlich Drain Life, aber die zwei braun. Und welches der beiden eigentlich Drain Life Transparent? Diese zwei braun. Ja, man merkt,
merkt, dass ich jetzt momentan nicht so gesund bin, viel Ablenkung habe, aber ja, wir werden mal Necrotic Damage gehen. Discreet, das brauche ich nicht. Chains auf Market for Death, das ist ja das, was nicht so stark ist. Ja. Das ist auch nur ein Endoskelett zu bekommen. Swiftness können wir mal machen. Mehr Schaden. Man ist ja nicht unbedingt so viel heilen, oder? Wir machen jetzt zuerst mal Schaden, nein. Wir brauchen einfach den Schaden. Und ich move mit Speed, das ist... ja. Das ist noch nicht ganz so wichtig, wenn wir noch schneller rennen, die Ringe. Dass dann später nochmals investieren darf. Also, ich möchte gerne hier am Cast Speed haben am Anfang. Und eigentlich ist es ja nicht so wichtig. Diesen Zaun. Okay. Ist schwer gerade, richtig zu skillen. Nicht Necrotic Damage als nächstes. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bringen als diese 20%. Das ist nicht mehr. Weil der Schaden ist ja nicht so hoch. Langer Schaden. Für eher Höhe. Okay, jetzt mal etwas Besseres. Ah, ist 3 breit. Sag doch das. Ich muss früher nachschauen. Das sah optisch wie 2 breit aus. Jetzt beim schnell hinschauen. Ich glaube, hier bekommen wir aber bald 3 breit wieder. Der nächste Quest gibt 3 breit. Uiuiui. Spiel fordert ein bisschen. Jetzt nicht gedacht, dass ich so angefordert, also gefordert werde halt einfach. Weil, das ist ja jetzt lost. Was ist eigentlich, wenn man im Nahkampf-Ding einsetzt? Sag schon nur mal, Harvest mit Leash, dann würde das eigentlich mehr Sinn machen. Also muss eventuell langsam wechseln. Harvest wahrscheinlich mehr Spaß machen wird. Also es wird wieder halt darauf ankommen, dass wir viel Schaden bekommen. Ist Harvest nicht mit Ward? Wenn ich Lust habe, also ich tue ihn einfach mal separat. So, hochleveln. Aber ich werde diesen natürlich weitermachen. Bis er nicht mehr geht. Aber wenn man so richtig Lust hat. Necrotic Prot Shred Chance. Das ist ziemlich, dann ziemlich gut. Ja. Sicher mal runter. Wo ist jetzt dieses Wort? Da. Okay, dann geht man lieber auf Wort und trotzdem auf Life Leech. Aha, es wird umgewandelt. Bösen Blau nicht. Ja. Okay.
wenn wir eventuell auf Hybrid spielen. Aber es macht schon extremen Schaden, nur gegen Boss jetzt nicht so. Ich will halt spannendere Builds spielen, so. Ja. Ich denke, es ist auch viel safer, so zu spielen. Also, wir werden weiterkommen mit diesem Bild, also mit dem Harvest-Bild. Aber er macht dann sicher schon viel mehr Schaden. Ja, ja, diese Unsicherheit, was man überhaupt haben will und so. Man ist so ein bisschen zu anfordernd geworden. Die Spiele sind zu wenig weit. Zu wenig released. Also können noch Beta und InDev und alles Mögliche. Da ist man nie so richtig zufrieden. Aber man hat einfach diesen Spaß daran. Und deshalb, ja. Muss man dann halt einfach immer wieder auf Sachen verzichten. Und dann muss man auch nicht mehr. Aber eigentlich ist es ja immer so, dass man es gerne hat. Sonst würde man es gar nicht spielen. Reap benutzen wir nicht, deshalb ist es nicht für uns. Jetzt muss ich immer wieder schauen, was ist, oder? Das richtige Besetzen kann ich es halt nicht. Aber Reap ist diese Attacke, die du Ding bekommst, der Reap. So. Also. Na, langsam machen die Gegner echt geschehen. Lock bitte nicht immer Gegner an, okay? Und die Entwickler haben es halt versäumt. Die Spieler haben schon lange gesagt, bitte macht die eigenen Minions nicht so aggressiv. Und haben es nie gemacht bis jetzt. Also, sie werden es wahrscheinlich im nächsten Patch dann machen, aber es haben lange gebraucht, um überhaupt die Minions durchlaufbar zu machen. Zum Beispiel hier, dass ich durch den Golem laufen kann. Das haben sie auch viel zu lange gebraucht. Dafür tun sie Sachen einfügen, die das ganze Balancing kaputt machen. Man ist halt einfach manchmal echt nicht so zufrieden mit dem Entwickler. Obwohl sie sehr viel machen. Also auf diese Hinsicht bin ich halt eher auch ein bisschen am Kritisieren. Aber, es ist extrem, wie halt einfach ein Spiel falsch entwickelt wird. Aber kennt ihr das, dass ihr auch immer wie unzufriedener mit neuen Spielen seid, dass sie auch immer wieder weniger fertig entwickelt wurden, wenn sie rauskommen? Zum Beispiel Bannerlords. So in einer In-Dev, also Mountain Blade 2 Bannerlords, dass ich es kaum spielen konnte. Mir tat das Herz weh. Jetzt kommt ja, Ding raus, ich den Namen nicht sagen kann. Das ist koreanische Spiel da. Ah, ich verliere immer, vergesse immer den Namen von diesem Spiel, also ich habe mich irgendwie interessiert, ob immer in den News kommt. Aber ja, auch so ein MMORPG mit Hackerslay. Und dort hat es auch das Problem, dass es wahrscheinlich sehr unfertig hier veröffentlicht wird. In Korea natürlich schon viel weiter ist. Ich werde es vielleicht spielen. Ich werde halt auch ein bisschen noch herumhören. Es liegt einfach daran, dass ich natürlich schon sehr weit gespielt habe. Ja, es ist natürlich auf Grinding wieder ausgelegt. Fehlt mir jedes genre-typische Spiel. Sogar nicht genre-typische Spiele gefallen mir sehr. Ich kann nicht immer wieder merken, ja, das Spiel ist so unfair. Zum Beispiel GTA Online ist seit 6, 5 Jahren draußen. Ist überall noch verbuggt und
überall noch verspazierte Gegenstände und so. Wir haben auch nicht viel gemacht. Trotzdem liebe ich das Spiel. Wieso können Entwickler nicht mehr ein Spiel wirklich entwickeln? Selber auch mal spielen. Also ist auch immer das große Problem. Dass die Entwickler gar nicht wissen, was sie einbauen. Dann einfach einbauen. Das ist einfach das größte Problem, das ich eigentlich sehe. Wenn Patches rauskommen, die das ganze Balance kaputt machen. Und wer sagt denn das wieder? Ja, die Spiele, oder? Und das ist das größte Problem. Man liebt Spiele, die gar nicht fertig sind. Muss Spiele lieben, die gar nicht fertig sind. Das kann man nicht. Da ist man mehr, immer mehr am sich fragen, wie sind Spiele das überhaupt? Oder wie siehst du diese Bugs und Fehler, wenn wir das sehen oder sonst irgendwas? Wenn ich jetzt diesen Bild spiele, dann sehe ich, wie fortgeschritten das Spiel schon ist. Aber wieso sind nicht fortgeschrittene Sachen dann so am Hinterherhinken, oder? Habt ihr schon mal so ein Bild gespielt? Wo einfach alle Geister deine Arbeit machen. Ich glaube, so in Diablo 2 Mods und so ist es manchmal möglich gewesen, gar nichts mehr zu machen, nur noch herumzulaufen. Oder in Path of Exile auch. Mit The Right Rose Fire zum Beispiel. Könntest du auch nur herumlaufen. Aber macht das wirklich Spaß? Das ist doch so OP sind, sollten sie doch auch Spaß machen, oder? Also ich finde, in diesem Bild macht mir jetzt noch Spaß, weil ich noch so taktisch herumlaufen muss. Ich bin noch nicht zäh genug. Das ist auch wieder das Problem. In diesem Spiel musst du immer so mega zäh sein. Die Gegner sind zu zäh. Ja, gut. Ab hier, ab dieses Gebiet, droppen immer andere, also Primalisten oder sonstige Idole. Andere Sachen auf den Minions, aber nicht Attack Speed, meistens nicht Attack Speed. Es wagt sich eben hier noch weiter zu gehen. Mehr Damage, klar. Ah ja, wir wollten ja hier rüber, oder? Nein. Brauchen wir nicht mehr. Die haben wir fertig gemacht. Ja, wir sollten eigentlich dorthin gehen. Oder alles auf Trash schaut, wenn sich das deckt mit der Mischform. Also mit der Reaper-Form. Mehr Damage. Ich mach mehr Damage. Ich brauch mehr Damage. Dann hätte das verpasst. Reaper-Form hat auch noch einen Punkt. Hier ist fertig. Plus 10 Punkte, das wäre ja eigentlich nicht schlecht. Ja, helfen müssen wir nehmen. Ja, hier hoch noch. Wir müssen doch auf Wort gehen, wenn es so viele Wortnots gibt. Das ist Eskendance. Ist das das hier? Ja. Gain a stack of every type of second you spend. More spell damage, natürlich, ich muss hier rüber. Aber auch wieder Health Drain bekommen. Ist ja immer nur Health Drain. Machen wir das raus? Nein, das brauchen wir noch. Momentan brauchen wir noch den Schaden. Also. Jetzt müssen wir noch hier hoch irgendwo kommen. Ich glaube, der Schaden steigt in nächster Zeit sehr stark. Wenn ich schon Skelett One hitten können, das ist toll.
Mann, ich wusste es, ich sollte dranbleiben. Ich hab's auch gemacht. Aber gegen Bosse werden wir trotzdem noch ein bisschen Leben sein. Aber endlich mal Stärke, ey. Das ist so ein bisschen... Ja. Nervig gewesen, einfach immer wieder gegen Bosse so viel... so lange zu brauchen. Es war aber nie besonders schlimm. Nur nervig. Also jetzt haben wir doch ein Bild, der hoffentlich auch ein bisschen Endgamer ist. Gerade wegen der Ward und so, den wir bekommen. Aber wir müssen noch sehr viel umplanen. Das ist halt eben diese Sache am Last Epoch. Da braucht man immer sehr lange und muss sehr viel rausnehmen. Aber wir sind, glaube ich, Level 39 jetzt, oder? Das haben wir erreicht. Das ist geschafft. Das ist auch kein Livestream. Ich muss jetzt mal ein paar Livestreams machen in diesem Spiel. Aber ich werde jetzt mal diese Harvest nicht ausprobieren. Das muss zuerst jemand anderes für mich ausprobieren. Charakter war's. 36 können wir noch nicht. Schade, aber wir haben schon viele Levels bekommen. Im letzten Part und diesen Part. Okay, müssen wir noch warten, bis der Level. Aber es macht schon extrem süchtig, oder? Diese Erwartungshaltung. Wir haben es bis jetzt schon sehr gut gemacht. So. Ist auch relativ schnell, also wir haben jetzt noch keine Geschwindigkeit gemacht bei Reaperform, aber ich finde das schon ziemlich schnell. Gut. Jetzt muss ich dann langsam hart werden, wahrscheinlich. Ja, 32 schon, okay. Das geht schnell vorwärts. Okay, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.